Meine Damen und Herren, also es freut mich auch, so nach jedes Mal eine Pause mal wieder hier zu sein. Und es freut mich vor allem, dass ich hier, ohne mir sozusagen Vorwürfe zu machen oder mich zu schämen, über die Göttlichkeit des Menschen sprechen kann. Dass also ich nicht den Menschen nur als irgendwie entstanden aus einzelligen Wesen besprechen muss, sehen muss. Ich könnte hier, das tue ich dann auch, von einer Schöpfung ausgehen, die vielleicht wissenschaftlich nicht gefasst werden kann, aber menschlich gerade viel tiefer und viel mehr verstanden wird. Denn wir sind keine Wesen nur aus dem Erscheinenden im Zeitlichen. Wir sind, wie es auch heißt, Kinder Gottes. Und das kann man einfach so wörtlich und auch sinngemäß so nehmen. Wir haben den Vater im Himmel. Wir haben das Gefühl, wir sind nicht nur hier, wir sind auch von anderswoher. Und wie kommt dann der Gedanke der Schöpfung? Wir hören von der Schöpfung, man benutzt die Worte Schöpfung oft. Lasst uns einfach den Worten gemäß sagen, wie eine aus einer Quelle, aus einem Brunnen geschöpft wird. Und gleich kann ich schon sagen, dass biblisch-hebräisch das Wort Schöpfung und das Wort Gesundheit das gleiche sind. Merkwürdig kann man sagen, aber es ist so, dass man nicht schon, man hat Schöpfung, Bria, aber Bria ist auch Gesundheit. Nicht das gleiche Wort, man sagt Schöpfung, Bria und Gesundheit, Bria. Beide aber haben das gleiche Wort. Denn es will sagen, wir können nur gesund sein, wenn wir uns aus dieser Quelle geschöpft wissen. Die Quelle ist das Unendliche und das ewige Sein in einem. Denn die Quelle ist eben der Begriff des Seins überhaupt. Ich erzähle das so, weil es in der hebräischen Sprache auch so ist. Das Wort, die Sprache selber, sagt schon dieses. Danke. Dann das Gefühl, dass wir aus einem Sein hervorkommen und im Sein leben, gibt uns eine große, tiefe Beruhigung. Denn wenn wir nicht wüssten, wo wir herkommen, wo wir hingehen, dann bleibt im Grunde für uns doch ganz gewiss die Unruhe, die Unvollkommenheit, die Unsicherheit des Lebens, die Sinnlosigkeit des Lebens auch. Und es ist gut, dass wir Menschen von verschiedener Herkunft, verschiedenen Ländern, Religionen, dass wir zusammensitzen können und über den Menschen so gemeinsam aus dem Wort sprechen können. Nicht sagen, ich beschränke mich auf meine Religion, du hast deine, das geht mich nicht an. Du hast sowieso falsche Vorstellungen, ich habe die gute Vorstellung. Dieses Gefühl, dass wir von Menschen sprechen können, als Mensch, als Kind Gottes. Es auch heißt, der Mensch erschaffen im Bild und Gleichnis Gottes. Unser Name Adam auch eigentlich bedeutet, ich gleiche. Ich gleiche Gott. Gott sagt, ich gleiche dem Menschen, den ich mache, den ich erschaffe, schöpfe. Das gibt uns ein Gefühl der Sicherheit. Wir können mit diesem Gefühl ziemlich sicher sein im Leben.
ein Gefühl, das uns sagt, also, da verstehe ich auch Geist, Seele, Körper, nicht trennend, es ist die Einheit. Nicht getrennt durch Zeit, durch Raum. Wir sind als Mensch Geist, Seele, Körper. Ich kann nicht sagen, das ist mein Geist, das ist meine Seele. Ich sage immer auch, in meinen Fingernagel ist genauso Seele als Körper. Ich sage, da ist das grob, ist nicht wichtig. Meine Haaren, meine Hornhaut ist genauso Seele da, wie ich sage, Seele. Diese Einheit des Menschen haben wir durch unsere Unsicherheiten, durch unser eigenes Zertrümmertsein, Gespaltensein, haben wir auch unsere Vorstellung getrennt, gespalten. Wir denken dann, sagen auch, der Mensch, der gestorben ist, der Selige so und so. Als ob nur Seele wäre. Wie wir uns vorstellen, Seele, nichts ist da. Also kann die Seele einfangen, so sage ich, ich will sie messen oder auf die Waage legen, was die Seele ist. Dass Seele, wir selber, so wie wir sind, unser Ich ist die Seele. Aber unser Ich ist auch der Körper. Ich kann nicht mein Ich sagen, wenn der Körper nicht dabei ist. Gott schöpft dann von einem Äußersten bis zum anderen. Seele vollkommen und Geist unsichtbar, auch nicht sichtbar gemacht werden können. Und der Körper hier sichtbar. Und doch die Einheit, wo der Mensch auch protestiert, dann sagt, ja schön, da stirbt man, dann ist man Seele. Ich möchte meinen Körper behalten, die Leute, die hier sind, bei mir bleiben, bei denen bleiben. Es tut mir weh, mich zu trennen von denen. Da muss man antworten, du bist als Mensch erschaffen, das Mensch bei Gott, du kannst aus der Zeitlichkeit austreten, aus dem Körper, aber das wird sagen wie aus einem Kleid, man kleidet sich, legt das Kleid ab, kann ein neues Kleid bekommen, aber das Kleid ist nicht entscheidend für dein Sein, du bist mit all deinem Körper, wie er erscheint, heilig, das heißt heil. Deshalb hat man in gewissen Religionen, Kulturen, zum Beispiel im Judentum, hat man das Gefühl, der Körper ist heilig. Ja, man könnte den Körper jetzt sezieren, untersuchen, an was er gestorben ist. Sag mal, nein, du kannst nicht schneiden, weil du, also Mensch, das, nein, du denkst so, Körper, das sei nichts. Die Haut vielleicht, aber der Körper, wie er erscheint, ist nicht ein Objekt für Wissenschaft, wie der Mensch auch selber nicht. Der Körper ist heilig. Das heißt, man nimmt den Körper ernst als Ewigkeit. Man ist in Ewigkeit im Sinne von der Körper zurückgeblieben. Nein, dein Kleid, dein Mantel, kann man sagen, ist zurückgeblieben. Könnte vielleicht gereinigt, gewaschen werden, gewendet werden. Das heißt, ein Gewand heißt es doch, weil es sich wenden kann. Früher hat man ein Kleid gehabt, das man wenden konnte, das hieß ein Gewand von Wenden. Also der Körper ist nicht eine Nebensache, wie man oft denkt. Die Zeitlichkeit ist, wenn sie absolut ist, eine Nebensache. Zeitlichkeit ist integriert in Ewigkeit. Wir leben in Ewigkeit auch mit der Zeitlichkeit. Ich sage immer, wenn die Zeitlichkeit nicht wäre in der Ewigkeit, würde sie uns fehlen. Und wenn sie uns fehlt, kann die Sprache schon sagen, wenn ich mich frage, was fehlt Ihnen? Dann würde ich antworten, Zeitlichkeit. Was fehlt mir? Ich möchte das hier weitererleben. Dann heißt es auch, wenn ich schon so denke, wir schon so denken, geschweige denn Gott, ob er so denkt und so tut. Was wir schon denken, tut er schon längst, ist schon längst da. Wir können nur denken, weil unser Denken aus dem Reservoir des Lebens kommt, der Schöpfung kommt. Also aus dem Sein erschaffen. Das Sein ist die Garantie, dass alles tatsächlich von dort kommt. Und deshalb kann man das auch nennen, den Vater, denn aus seinem Sein erscheinen wir. Er schöpft uns
Und wie man das sagt bei der Schöpfung aus einem Brunnen, dann ich habe Wasser oder was ich geschöpft habe und schenke das ein. In einem Glas, in einem Kelch, in eine Rinne, schenke es. Davon kommt auch das Wort im Deutschen, das Geschenk. Das ist der Brunnen Schöpfung, Deutsch auch Schöpfung, genau wie im Hebräischen Schöpfung, und dann aus, und dann gegossen in Zeit. Es fließt in der Zeit. Das Wasser in der Rinne fließt, ist aber ein Geschenk. Und das Geschenk ist, du erlebst jetzt eben eine Welt, wo du etwas Neues erlebst. Nämlich das Gefühl, wenn du schon im Äußersten bist des Körpers, bedenke dein Fließen, wir sagen, der Körper fließt vielleicht einmal zurück zum Ozean des Seins. Wie die Flüsse dort in das Meer fließen. Ich denke jetzt an das Buch Prediger aus der Bibel, wo es doch heißt, dass alles fließt, kommt vom Meer und fließt dann im Land, durch das Land und kommt dann ins Meer wieder zurück. Er wird sich müde vom Kommen und Gehen. Also der Ozean ist da und wir münden auch dort ein, aber wir sind, die Wassertropfen aus dem Fluss sind im Ozean auch da. Die Erlebnisse sind da, aber viel mehr. Ein Ozean, ein Meer, ein See schon, enthält viel mehr als ein Fluss. Mag ein Bach sein, ein großer Fluss, ein breiter Fluss, Amazon, mag sein, was auch sei, ist ein Fluss, es fließt, aber fließt hinein dort, wo die Tropfen aus dem Erlebnis dort aufgenommen werden. Sie sind dabei, gehören dazu. Wir verlieren also nichts. Das Meer ist nicht andere Tropfen Wasser wie der Fluss, wie der Regen. Das Wasser ist immer da. Wenn wir so anfangen und so versuchen, Schöpfung zu sehen, zu erleben in uns selber, dann ist schon das Gefühl da, da muss der Körper mit Geist und Seele eine Einheit sein. Seele, hebräisch, das Wort Seele, wovon man auch übersetzen könnte, die göttliche Seele, nicht gerade die Leibseele, von der ich auch gerne sprechen möchte. Diese göttliche Seele ist im Hebräischen einfach das Wort Atem, der Odem. Dass sie atmen, was atmen wir ein? Sauerstoff, Luft, sagt man. Aber dort ist etwas mehr da, als du glaubst. Chemisch, physisch, Sauerstoff, Wasserstoff, Stickstoff. So nach Proportionen. Es muss ungefähr die Proportion haben, dass ein Fünftel dann so ist und vier Fünftel so Sauerstoff diese Proportion dann hat beim Einatmen. Aber mit dem Atmen, wo der Körper atmet, atmet die Seele auch und der Geist auch. Wir atmen Sauerstoff und sagen Sauerstoff und Wasserstoff und Stickstoff. Die Seele sagt etwas ganz anderes. Das heißt, Gott, der Herr, der Allmächtige, atmet gar nicht Sauerstoff ein. Für die Seele ist der Name anders, weil auch Sauerstoff mehr ist als Sauerstoff. Wir sagen, wir brauchen im Blut Sauerstoff. Das helle, gesunde Blut hat Sauerstoff. Ja, schön, das soll man auch haben im Körper, weil die Seele weiß dort, ich atme Gott ein. Er sagt doch selber, ich atme, Gott atme doch den Menschen, den Odem, wie es in der Bibel da steht, der Odem Gottes durch die Nase einatmen. Was ist die Nase? Ja, Nase, hier, schön, man weiß es. Frage, weil Sauerstoff nicht nur Sauerstoff ist, sondern auch Gott ist. Und Stickstoff und so weiter auch der Herr ist. Und Wasserstoff, all das anderes auch ist. Dann spürt man alles in der Welt nicht zerspalten, nicht trennen. Sag ich, Materie ist nichts. Schon das Wort Materia sagt schon von Mater, Mutter. Der Zusammenhang ist schon da. Wo ist eine Materie, meine Mutter da? Die Mutter, Gottes Mutter, Mutter im Himmel, was man wie noch denken will, möchte. Jeder auf seine Art ist aber die Mutter. Und Hebräisch ist das Wort Mutter
auch das gleiche Wort wie das Wort Elle, eine Elle. Weil die Bibel misst alles mit Ellen. Das heißt, die Mutter ist das Maß für die Welt. Das nicht trennen. Bedenken, dass das Wort viel mehr enthält, als wir ins Wort hineinlegen können. Hier und da bemerken wir, im Wort ist mehr da. Sind wir bereit und imstande, mehr hineinzugeben. Aber wir bemerken immer wieder, zu wenig ist da. Also, die Seele, der Atem Gottes hinein zu uns. Vielleicht, dass Gott uns was sagt dabei. Weil ich doch lebe durch Atem, unter anderem durch Sauerstoff und Wasserstoff und Stickstoff und so weiter. In Proportionen, nicht disproportioniert andere, sondern die Proportion, die Gott sagt. Seine Zahlen, seine Proportionen. Eine Proportion ist eine Zahl. Eins oder zwei oder drei Proportionen. Die Proportionen, Sauerstoff, Stickstoff, Wasserstoff, Proportionen. Man sagt deshalb, im Atem kommt die mit Gottes Wort. Ich weiß nichts von dem, meine Seele weiß. Meine Seele mit meinem Körper ist eine Einheit mit meinem Geist. Also Seele, Atem, Odem. Einatmen und ich atme aus. Ich erzähle Gott meine Empfindungen hier, meine Erfahrungen. Ich sage nichts bei mir selber, aber ich habe es erlebt. Wenn ich ausatme, atme ich bei Gott ein. Er atmet mein Ausatmen ein, wie es dann in der Bibel auch heißt, den angenehmen Duft atmet ein. Unseres Vergehens hier, das Ausatmen bis zum letzten Atem, wie wir zeitlich dann sagen, er atmet ein. Das ist meine Antwort, meine Erfahrungen im Leben, meine Erlebnisse, erzähle ich ihm im Ausatmen. Ich erzähle gar nichts. Gott sei Dank bin ich nicht bewusst. Ich habe es im Nichtbewussten. Von dort her tue ich das. Manchmal hat man so kleine Blitzmomente, wo man etwas von dem weiß. So schnell, dass sie keine Bruchteil der Sekunde dauert, als ich überlegt haben können. So schnell vergehen gleich. Aber sie sind da. Das von der Seele. Dann hat man das Wort der Geist. Der Geist ist auch in der Sprache, im Hebräischen der Bibel, der Geist ist auch das gleiche Wort wie Wind und Windrichtung. Weil ich weiß, Wind bedeutet für mich, es geht von da dorthin, von Hochdruck zum Tiefdruck. Wenn man dann die Karte sehen von dem Wetterbericht, dann geht H und dann T, Hochdruck, Tiefdruck, dann weiß man, der Wind geht so dann. Der Wind kommt so. Weil das bedeutet, Geist für uns wie ein Wind eine Botschaft. Der Geist, er bewegt sich. Es ist das da, das sich um uns kümmert. Das sozusagen uns dann Berichte bringt. Geist. Wie man auch sagt, der Heilige Geist. Heil, ganz. Dass die Bibel, Worte Gottes, vom Heiligen Geist geschrieben. Das heißt, er inspiriert. Spiritus Sanctus, der Heilige Geist. Spirit, wie man sagt. Aber wir haben viele Worte für Spirit. Wie Spiritismus und so weiter. Geist, weil wir denken, man kann das trennen. Der Geist ist nicht zu trennen. Wir sind eine Dreieinheit, eigentlich vier, ich komme noch drauf. Diese Einheit der drei ist dann tatsächlich Seele, Geist, Körper. Dass diese drei zusammen sind. Aber dann spüren wir auch hier, der Körper, sagen wir, der vergeht doch. Der kann doch zu Asche werden, kremiert werden. Er kann verwesen. Er kann irgendwo verschwunden sein. Man weiß nicht oft, wo Körper geblieben ist. Kann keinen Körper mehr zurückfinden. Kann explodiert sein. Man weiß doch nicht. Deshalb kennt man das Wort im Hebräischen, das übersetzt wird, auch mit Seele, aber es meint Leibseele. Weil, deshalb sagte ich vorher drei, eigentlich vier, weil der Mensch besteht aus der Seele, den Neshama vom Atem, dann der Geist, Ruach,
Der Wind, die Botschaft, die mir kommt, das Wort kommt mir durch den Geist, dass ich sprechen kann jetzt. Und die Worte bei mir sind, und ich fühle, spüre, was Worte noch mehr bedeuten, kommt vom Geist her. Der Geist, der mir kam. Und wir hoffen, ein guter Geist. Gibt auch böse Geister. Böse, die ich gönnen. Der Gute, der liebt, der schenken möchte, beschenken möchte. Wir glauben dann, hoffen dann, dass der gute Geist ist. Denn sicher wissen kann man nicht. Das ist die Freiheit der Entscheidung. Aber dann kommt der Körper, sagt man, nein, da kommt der Leib. Hebräisch heißt das Nefesh, auch übersetzt mit Seele. Jede Bibel übersetzt das Wort mit Seele. Aber das ist die Leibseele, die Körperseele, kann man sagen. Das ist bei uns, wovon wir spüren, der Körper bleibt. Denn der Körper, den wir hier haben, den sehen wir noch, er wächst ran, ist ein kleines Kind, wird größer, schrumpft mal wieder ein, wenn er alt wird, und es geht dann weiter, scheint ganz aufzuhören. Das ist der Körper, wie er hier in der Zeit erscheint, weil der Leib ist eigentlich, auch wie ich sagte schon, Seele. Der Leib ist sozusagen der Behüter des Körpers. Der Geist bringt die Verbindung vom Leib zur Seele, göttliche Seele. Göttliche Seele verbindet durch den Geist zum Leib. Der Leib könnte mit dem Körper eine Einheit bilden. Der Leib, wie alles Einheit ist, aber der Leib, den sollten wir sehen als der unsterbliche Körper. Der Körper, der immer da ist, nicht der Körper, abhängig von unserer Sicht, unserem Betasten können, der Leib ist immer da. Wie es auch heißt, Gott erschafft nicht etwas, um es dann zugrunde zu richten. Er ist ewig, was er erschafft, kann nur ewig sein. Weil er ewig ist, aus seinem Sein hervor, heraus erschafft, kann das Erschaffene nur wieder Schafferschaffer, nur ewig sein. Diese drei oder vier, wie sehen, der Körper den Leib auch hat, ein anderes Wort, Hebräisch, aber das Wort, das auch in sich trägt, das Hinunterfallen. Die Seele ist die Feld. Das Wort Nefesh hat die gleiche Struktur in den hebräischen Buchstaben, in den Zeichen, wie das Wort Fallen. Das Wort Seele schreibt man, Hebräisch 50, 80, 300, also 5, 8, 3 im Prinzip. Fallen schreibt man 50, 80, 30. Auch 5, 8, 3. Also, da sagt er, die Seele, wie sie fällt, das heißt, die Seele geht zur Welt. Gott möchte von einem Extrem der Welt, dann den Menschen führen, das Geschenk zeigen, was an Gewaltigem im Leben, in der Ewigkeit da ist. Nicht im Leben nur hier, in deinem Körper, im Leben überhaupt. Wozu dann der Körper, die Frage? Die brauchte man doch nicht. Dein Leib weiß alles, heißt es. Dein Leib weiß viel mehr, als du weißt. Der Leib weiß, was beim Sterben geschieht, was im Tod ist. Dein Leib weiß das. Instinktmäßig könnte man sagen, er weiß es. Es zeigt sich deshalb bei den sich manchmal abtrennen von Körper und dieser Leibseele, zeigt sich manchmal schon, dass die Leibseele stark da ist und sagt, ach schau, es ist schön, Licht ist da, es ist schön, eine Röhre, du gehst dahin, kommst zurück, so geht das. Das weiß der Körper nicht normal. Aber dort im Momente, wo man kritisch da steht, wo der Leib sagt, ich bin doch immer da. Wir empfangen, der Leib empfängt mich seit Millionen, ist der Leib da. Mein Leib, ihr Leib ist halt immer da, bei Gott da. Der Körper kommt aber unwissend hier. Das heißt, das ist der Sinn des Lebens hier. Damit nicht alles stimmt, wie wir immer sagen, es muss stimmen. Das Leben hier ist dazu da, dass du auch glauben kannst. Neu. Also, das gibt bisher nicht. Lieben kannst, das gab es bisher nicht. So instinktmäßig, aber jetzt aus deiner Freiheit glauben kannst.
obwohl du siehst, es geht alles unter, ob du glauben kannst, dass du doch bleibst. Und glauben kannst du nur, wenn du auch Liebe bei dir hast. Sonst wird es mechanisch. Dazu ist das Leben hier da und deshalb so entscheidend wichtig hier. Dass wir spüren tatsächlich dazu, wo wir, wie man sagt, ich bin schon bereit, mich zu trennen von hier. Aber, heißt es dann, und immer kennt man die Geschichten, weil aber Leute zurückbleiben, die um mich weinen werden, trauen werden, dann heißt es oft, dann geh zurück. Bleib bei denen. Auch Geschichten erzählt werden, aus dem Altertum schon, wo man dann Leute das auch erlebt haben, dass sie schon auf dem Weg ins andere waren und dann sie sehr sorgten um die Zurückgebliebenen. Es sei Kinder, es sei Frau, es sei Freunde, man weiß nicht, wer, dass er, der oder die kann ohne mich nicht leben. Wird es kaputt gehen, das geht nicht weiter. Dann, wenn er so denkt, dann heißt es, dann geh zurück. Bis ein anderes Mal, bis du vielleicht frei bist von dem, geh dann zurück. Da erzählen die auch diese alten Geschichten, wie man es auch heute auch lesen kann, in modernen Sprachen, auch lesen kann, es sei Deutsch, Englisch und so weiter, dass man auch heute das lesen kann, dann kehrt man zurück, weil man Liebe hat. Der Zurückgebliebene, der tut mir leid. Ich liebe ihn und wie kann er zurückbleiben ohne mich? Er versteht vielleicht noch nicht, dass er auch hier in Ewigkeit da ist. Er weiß es vielleicht nicht. Er glaubt es noch nicht. Dann soll ich so bei ihm sein. Dann heißt es, das ist ihm Liebe. Dazu ist der Körper da. Dazu ist diese Welt da. Dass du hier die neue Dimension erlernst, die Dimension der Liebe. Es heißt dann auch, Gott hat diese Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn der Welt ausliefert, zu sagen, gibt, schenkt. Dass nicht die Welt so eine Nebensache ist. Diese Welt ist das Wichtigste, denn hier kommt das Neue in der Schöpfung überhaupt, dass Liebe sein kann im Extrem, wo nichts da ist. Deshalb sehen wir nichts, aber wir können lieben. Trotzdem, obwohl wir nicht sehen. Wir sehen die Reaktion des anderen nicht, aber doch kann ich ihn lieben. Und er kann mich lieben. Ich weiß so gar nicht, dass er tut. Also diese Dinge bestehen deshalb hier. Und so heißt es, dieses Leben ist eine Einheit. Wie Gott einer ist, obwohl man auch spricht von Dreiheit und mehreren Namen von Gott, Gott der Vater, Gott der Herr, der Gott der Allmächtige, dann sagt man, ist einer. Auch deine Erscheinung hier ist eine Einheit Seele, Geist, Leibseele, Körper ist eine Einheit. Die Leibseele führt dich hinunter. Gott erschafft dich so hier unten. Aber die Gabe, die göttliche Seele, das ist auch sein Wort. Alle Tiere, Pflanzen, Gesteine haben die Leibseele. Kein Stein könnte sein, wenn er nur hier wäre. Ein Stein kann hier sein, weil er in Ewigkeit ist. Seine Leibseele macht den Stein hier möglich. Gott ermöglicht den Stein, hier zu sein. Wofür stehen Fundament. Er nennt sich auch, man nennt ihn auch Zur im Hebräischen, das heißt Felsen. Felsen nennen wir ihn. Wir stehen auf ihm. Er so bescheiden, sagt, steh auf ihn. Du kannst mich hauen, ich lass dich, ich bin Fundament. Das ist eine herrliche Sache, dass man sich so geben kann, nur, dass man, ohne es zu überlegen, sagt, ich stehe drauf. Niemand überlegt, dass ein Wunder ist, wenn man steht, wenn es wegfliegt, versinkt. Ein Wunder, Gottes Name. Diese Einheit, also, dass wir spüren, diese Einheit ist da, aber wir haben die göttliche Seele, den Atem von Gott her, das heißt, sein Inneres hat er in uns hineingeblasen und unser Inneres beim Ausatmen gehen wir an Gott zurück. Man kennt nur den ersten oder letzten Atem, aber während des Lebens hat man millionenfach Atem, milliardenfach vielleicht, das Leben Atem. Und man überlegt gar nicht, dass jedes Mal die Schöpfung erneuert wird in der Zeit,
dass jedes Mal das Ganze von dort her besteht. Die göttliche Seele von Gott her hat das Wort. Und das Wort kann immer bei uns sagen, nein. Oder ja. Kann überlegen. Das Wort ist ein Gespräch. Deshalb im Johannesevangelium doch der berühmte, bekannte Anfang. Im Anfang ist das Wort. Das Wort ist der Gott. Und Gott ist das Wort. Das Wort ist Gott. Das ist unsere Sprache. Von dort her können wir uns fragen, wozu? Ein Tier, ein Stein, weiß es. Weiß das alles. Aber wir haben die Frage, weil uns die Frage auch kommt von Gott her, hast du einmal bei dir Erfahrung erlebt, was Liebe ist? Du weißt wohl, was verliebt sein, das kann ich vorstellen. Eine Hündin ist verliebt. Aber Liebe, ich sage das so als Beispiel, weil das eingeschaffen ist. Das ist nicht, Liebe ist nicht Natur, ist auch gegen Natur. Liebe ist keine Sache, es gefällt mir so, wenn es auch dem nicht gefällt, dann auch Liebe. Es gefällt, ist schöne, ich sage immer, kaufmännisches Geschäft. Ich liefere dir meine Schönheit, du lieferst dir deine Liebe. Da haben wir also ein Geschäft gehabt. Und wenn du nicht mehr schön bist, dann brauchst du nicht mehr meine Liebe zu haben. Ein Geschäft. Aber das hat das Wort. Ich kann auch lieben, wenn ich gar nicht sehe, ich bemerke. Ich möchte schenken. Liebe. Was Gott sagt, ich habe es bei mir, aber ich habe es gewagt, eine Welt zu erschaffen, mit der Hoffnung, dass dort auch Liebe zu mir kommt. Liebe den Herrn, deinen Gott, mit ganzem Herzen, ganze Seele, ganzen Vermögen, mit allem, was du kannst. Und spreche davon ganzen Tag. Dein Leben sei voll von dem Erlebnis, von dieser Liebe. Und so ist es natürlich auch, der Körper kann lieben, kann aber auch Nein sagen, er kann auch verlieben. Wie ein Gehen existiert und ein Vergehen. Ein Brechen und ein Verbrechen. Das Verlieben, das ist so schön, ich bin verliebt. Nein, die Gefahr der Liebe ist beim Verlieben da. Ist schon erlaubt, natürlich, aber Liebe ist Grundfundament vom Ganzen. Wenn Liebe nicht wäre, hat das Ganze keinen Sinn. Wir hören immer von solchen Begriffen, dass eine andere versteht. Sag jetzt was, versteht. Ich stehe auf meinen Füßen, Beinen und ich verstehe. Das heißt, ich stand hier, stehe jetzt dort. Mein Standpunkt im Geist war erst hier. Mein Standpunkt durch das Wort ist jetzt da. Durch das Wort, ein Tier instinktmäßig, kann nur von Gott es so bekommen. Es ist alles da, für uns da, dass wir spüren, das Ganze wartet auf die Erlösung durch die Liebe. Nicht durch, auf Erlösung durch einen Plan, durch eine Berechnung, durch Erlösung, durch Liebe. Das Ganze wartet einfach darauf. Die Welt ist unser Untertan. Wir sind verantwortlich, was mit den Steinen, den Pflanzen, Tieren geschieht. Keine Stressverantwortung, ein Gefühl der Freude. Ich kann dem schenken, da schenken, jedem schenken, den Geringsten schenken. Heißt doch auch in der Bibel, was den Geringsten schenkst, schenkst du mir. Dem Stein, der Pflanze, wie kann ich schenken? Schau, musst nicht überlegen, das spontan spüren. Das sind keine Dinge, die eine Dauer brauchen. Überlegung, es ist bei dir ein Fundament im Leben. Du spürst schon, dass das Ganze harmonisch ist, schön ist, ein Zusammenhang da ist. Schon, dass Pflanzen da sind, zum Beispiel, die Heilkräfte haben. Wie Gott sozusagen in der Pflanze schon das auch bringt von Seele und Geist her, dass eine Pflanze hier erscheint. Und diese Pflanzen so erkannt werden. Ein Mensch könnte mit seinem Geist, mit seiner Leibseele, seiner göttlichen Seele, eine Pflanze erkennen. Diese Pflanze ist Heilpflanze. Und das wäre eine giftige Pflanze. Das ist eine Pflanze, ich weiß nicht. Ich habe noch keine Beziehung. Sie ist schön, harmonisch, grün, gelb. Ich sehe das Ganze
Weltall sieht er. Aber wir haben Heilpflanzen, bedeutet schon dort sogar Heilmineralien, was heute sehr böse auf chemische Industrie. Obwohl wir hier und da doch Aspirin nehmen oder sowas. Man ist böse. Man sagt, es ist vergiftet. Klar, auch Pilze können giftig sein. Aber man meint, auch Mineralien können heilen. Der Steine, Staub könnte heilen. Was auch sei, von wo kommt es her? Gold kann heilen, Silber kann heilen, Kupfer kann heilen. Der Kupfersalbe und so weiter, die heilt auch. Aber man denkt, die kann Kupfer mit denen zu tun haben. Dass das heilt. Und gerade das heilt, wo es krank ist. Genau das. Ja, weil es eine Einheit gibt in der Schöpfung. Steine, Mineralien, Metalle, Pflanzen in aller Art, Tiere in aller Art, Viren, wovon wir kaum etwas wissen, vermuten, Bakterien, Bazillen, alles, dann weitere Tiere, all das bis zum Menschen hinauf, sehen wir einen großen Zusammenhang. Aber niemals vergessen, auch die Pflanzen, die Steine sind bei Gott, sind auch Seele und auch Geist. Sie sprechen nicht, weil sie auf das Wort des Menschen warten, dass er das Wort Gottes versteht. Er stand da, steht jetzt dort. Er verstand. Ein Standpunkt war da. Was hat er mit den Füßen? Ich stehe doch. Füße. Warum stehe ich? Manchmal sitze ich. Mein Gebet, manchmal steht man, manchmal sitzt man. Das ist egal, sagt man. Nein, du denkst, das Stehen sei nur für dich gymnastische Übung. Stehen und sitzen, Kniebeugung machen. Das ist gymnastisch ganz nett für dich, aber es ist noch viel weiter bedeutend. Du bist ein Mensch in Ewigkeit. Deine Haltung, dein Verhalten im Körper ist nicht nur hier, das ist überall da. Denn du bist, darfst dich nicht trennen. Du, wie du hier bist, ich sage, Haare, Fingernagel, alles, dort ist alles Seele da. Göttliche Seele, Geist, Leibseele, Körper, in allem ist es da. Nicht getrennt. Wenn man sagt, der Körper, wenn er komplett ist, in der Leibseele, ist alles da. Ob ich die Leibseele hier sehen kann, ich sage immer, was kann man hier schon sehen? Das Spektrum, das sichtbar ist, kann man sehen. Das andere, links und rechts, können wir nicht sehen. Infrarot, weiß man kaum. Ultraviolett, weiß man auch nicht. Man kann ein bisschen sichtbar machen. Dort weiter kann man gar nicht sehen. Ich kann die Lautwellen, Schwingungen gar nicht sehen. Ich höre sie. Und was höre ich? Die Oktave, die wir hören. Auch mir nicht. Das heißt, wenn du deinen Leib nicht siehst, das will eben sagen, dann könnte ich fragen, wie komme ich dorthin zum Sehen des Leibes? Dann ist die Antwort immer bei dir selber schon, ohne Diktat von anderswoher. Wenn ich liebe, spüre ich, dass das die Antwort ist. Bei Liebe habe ich das Glück, das Gefühl von Ewigkeit. Das Verliebtsein ist ein Rausch. Liebe ist eine Gewissheit, die mir sagt, das ist ein Fundament von allem. Deshalb liebe die Kreatur, liebe deinen Nächsten, liebe deinen Feind sogar. Denn wenn du gehässig bist und Rache willst, ist keine Liebe. Er hat dir böse getan, ich tue ihm wieder Böses. Ein Geschäft wieder. Negatives Geschäft. Oder er tut mir gut, ich tue ihm Gutes. Geschäft. Tu ihm Gutes umsonst. Ich auch öfters erzähle, hier noch nicht erzählt habe, dass das Wort umsonst hebräisch bedeutet, aus Gnade. Weil auch in der deutschen Sprache, ein Fremdwort gratis, weil gratis umsonst mit Gratia, mit Gnade zusammenhängt. Also umsonst, Liebe ist umsonst. Das heißt, ich liebe dich, ist mir egal, was mir wirst. Was man sagt, ist mir egal. Ich liebe dich. Ich weiß nicht warum, woher. Ich spüre Schicksal. Es ist so wie die Welt. Ich da bin in der Zeit jetzt. So bist du jetzt da. Ich weiß nicht, woher du kamst, wie das ist. So kam das. Es sieht aus wie Zufall, aber es hat einen Sinn. So möchte ich den Menschen als eine Einheit mit der ganzen Natur betrachten. Dass also die Pflanze irgendwo bei Gott im Worte ein gutes Wort ist, ich bringe dir Rettung, Heilung, ist eine Pflanze da. Vielleicht unbekannt, unsichtbar, irgendwo im Urwald, oder sichtbar, dass man sagen kann, sie sind da.
Nicht Pflanzen, ein Geschäft, wie der Kräuterdoktor und so weiter, Kräuterapotheke, ist ein Geschäft. Erlebe die Pflanze als ein Wunder, dass in der Pflanze all das sich entfaltet, in Saat zusammengefaltet, entfaltet sich. Wenn ein Leben eine Saat hat und sich entfaltet im Leben, in der Zeit, entfaltet sich, entwickelt sich, in neue Falten entfalten sich, entfalten, war zusammengefaltet, entfaltet sich jetzt. Die Jahre entfalten sich für uns. Das heißt auch, bei dir, sieh zu, eine Pflanze, hast schon das Wunder des sich Entfaltens. Der Duft, die Farben, die kleinsten Zacken in der Pflanze, wie kommt die kleine Biegung, wie schön das so ist, weil dort im Leib der Pflanze, der Pflanzenseele, Nefesh, der Leibseele der Pflanze, ist da schon da, ewig. Und er erscheint im Bilde des Ewigen. Erscheint hier körperliche Pflanze, gerade nach dem Muster, nach der Struktur des Ewigen. Die Urpflanze, die Goethe auch von ihr dann gedacht hat und geschrieben hat. Und nachher, man viel von dem geschrieben hat, Anthroposophie baut auch auf diese Dinge, Also die Urpflanze, die Leibpflanze, hebräisch heißt es die Pflanzenseele, also Seele im Sinne von Nefesh, die Seele, die hier erscheint, die ewig da ist. Keine Pflanze kann verloren gehen. Wenn die Rose verwelkt, gibt es die Rosen, weiß ich, wenn sie verwelkt, dann heißt es, macht nichts. Sie ist da. Die Urpflanze ist da. Sie ist im Leib da. Dort ist sie immer da. Aber die eine Rose hier, sie ist auch dort da. Ewigkeit kennt kein Entweder oder. Ewigkeit kennt alle Zeiten, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in einer Einheit. Die Pflanze im Körper, die Rose im Körper ist Rose im Leib, Rose in der Seele, überall im Geist, Rose ist da. Diese Einheit sollten wir von Menschen auch zum Weltall übertragen. Das ist tatsächlich sogar mit den Sternen eine Einheit gibt, mit den Planeten eine Einheit gibt. Die Astrologie ist kein Hokuspokus, die kennt diese Einheit. Man kann sich das verunreinigen. Astrologie kann sich zum Blödsinn machen, aber im Prinzip ist Astrologie, kennt diese Einheit. Man spürt nicht, dass die Sterne weit weg sind, viele Lichtjahre weg, die Planeten auch weit weg sind. Was hat mit uns zu tun? Das ist also Feuerbälle oder unmögliche trockene Gesteine. Was kann das sein? Das denkst du nur so, wenn du nur das siehst. Du schaust mit deinem Spektrum, deine Sicht, schaust du auf die Sterne, die Planeten. Sie haben auch den Leib, sie haben den Geist, sie haben die Seele. Und deshalb sind wir auch Leib und Geist und Seele. Und deshalb haben wir Beziehung zu dem. So können Sterne uns wohl etwas sagen. Planeten uns wohl etwas sagen. Von hier ist unsinnig, wenn ein Planet, der weit weg ist, nie was sagen. Aber weil ich nicht nur hier bin, sondern auch dort bin, in der Schöpfung, überall bin, auch ewig bin, sind die Sterne mir ganz nah. In meiner Leibseele sind die Sterne mir vielleicht sehr nah. In einem Raum zusammen. Mit der Vergangenheit und der Zukunft sind sie in einem Raum zusammen. Das Wort Ewigkeit, das im Hebräischen Olam heißt, bedeutet tatsächlich Ewigkeit. Aber weil man Ewigkeit oft falsch versteht, ist das Wort Olam auch das Weltall. Aber auch wir hier als Gesellschaft in einem Raum heißen auch Olam. Das heißt, macht nicht alles so weit, es ist auch nah. Die zusammengehören, wie wir hier zusammengewürfelt sind, so ihr kennt hier, ich kenne nur sehr wenig Leute von euch hier, dann sind es doch in der Olam, in der Ewigkeit. Das heißt, Leibseele weiß davon. Geist weiß davon. Göttliche Seele sowieso weiß davon. Deshalb sind die Sterne nicht weit, sondern auch in uns sind sie da. Im Mikrokosmos oder Makrokosmos. Sie sind alle in uns da. Die Pflanzen, die Tiere, wenn ich zu einem Tier Beziehung habe, so wie ein netter Hund, bravo, der Wachhund, der kann sehr gut aufpassen dann. Nein, ich kann eine Beziehung haben, die viel weiter geht, weil der Hund hat seinen Leib auch. Der Leib des Hundes ist ewig. Der Körper erscheint uns hier, damit wir
die Begegnung zu Liebe haben. Nicht weil er ein Wachhund ist, liebe ich ihn, wenn er mir Gesellschaft leistet, sondern weil ich ihn liebe. Kannst du das? Ja, ich liebe den Hund. Das heißt, du hast ihn gern, weil dir nützt. Dein Geschäft. Der Hund, der unnütz wäre, liebst ihn dann noch. Muss ihn sich zeigen, deinen Gedanken, die Vorstellungen, deinen Träumen, liebst ihn doch. Liebst eine Pflanze, schwierig, nur wenn sie schön da ist, oft ist sie lästig, Pflanze. Aber liebst du sie wirklich? Hast du mal gedacht, an Gesteine, an Felsen, wenn du Dinge sammelst, Edelsteine, Halbedelsteine, Sammlungen von Kristallen, dann ja, aber nicht nur zum Sammeln, sondern Trieb. Ein Sammeltrieb, ein Futtertrieb, das hat man als Trieb. Das ist schon eingeschaffen. Aber jetzt das Neue hier, durch Durchbrechen, das Neue, die Liebe. Deshalb sind wir im Äußersten der Welt. Hier, wo nichts bekannt ist, ob wir hier dann noch das Vertrauen schenken können, dass es doch eine Einheit ist. Also unsere Harmonie kann auch nur sein, wenn die Einheit bei uns da ist. Wir können nur in der Einheit wirklich Harmonie sein. Weil ich spreche in der Sprache, Worte Gottes, spreche ich von Erzählen. Ich erzähle, was wir erzählen, Zahlen, damit zu tun. Doch im Deutschen, im Hebräischen, in allen Sprachen, die ich kenne, ist das Zählen und Erzählen, weil das Wort von Gott ist. Das heißt, die Zahlen, die Proportionen, wie gesagt, 1, 2, 3, die Proportionen sagen dann, die Seele hat eine Proportion zum Geist und auch Seele und Geist zur Leibseele und alle wieder auch zum Körper. Proportion. Wenn das eine zu stark wird, wird eine Disharmonie kann dann kommen. Es kann sein, wenn der Mensch anfängt, nur das Leben hier zu achten, zu schätzen, weiter gar nichts, ist eine Disharmonie da. Dann ist eine hässliche Kakophonie da. Ein hässliches Getöse ist da, ist nichts da. Dass man spürt, Harmonie, Sinfonie gehört zusammen. Alle Instrumente mit Stimmen können eine Einheit bringen. Es könnte doch so sein. Also hier möchte man gerne Harmonie haben. Man denkt, wie ist Harmonie die Schöpfung? Ja, Harmonie. Wir haben hier schöne Bilder auch. Harmonie. Sagt es was? Ja, den einen vielleicht ja, andere vielleicht nicht sogar, weil er vielleicht nicht versteht, was Harmonie ist. Und der andere auf andere Weise versteht. Man hat ein Gefühl zur Harmonie. Ein Raum muss irgendwie harmonisch sein. Man kennt sogar aus dem Altertum schon den goldenen Schnitt, göttlichen Schnitt, Architekt Jankowitz, weiß auch von denen. Das kennt man, der Raum muss irgendwie behaglich eine Harmonie haben. Das Gebäude selber, wo kommt das? Eine Proportion der Harmonie. Deshalb sind die Worte, deshalb auch zu gleicher Zeit, weil sie erzählen, Zahlen. Zu gleicher Zeit. Nicht Worte, macht man zu Zahlen, das dann zu Worte. Nein, ist das Gleiche. Wie ich selber als Mensch, mich göttliche Seele und bin Geist und Leibseele und Mensch. Und erfahre dadurch die Natur auf gleiche Weise. Auch die Geschichte. Kenne Weltgeschichte, geschah hier so, Schlachten, Diktatoren, Diktatur, schrecklich, war Königreich, Kaiser, auch manchmal böse, manchmal gut. Aber ich weiß zu gleicher Zeit, all das, das erscheint so körperlich, es hat aber einen Leib auch. Was die Geschichte vom Leib der Welt? Vielleicht die Bibel erzählt vom Leib der Welt. Nicht vom Körper der Welt, vom Leib der Welt. Leib der Geschichte. Was der Geist der Geschichte oder Leib kann vom Geist erzählen. Der steht mit Leib und Geist in Beziehung zur göttlichen Seele. Und das kann der Geist auch von göttlichen Seele erzählen. Geschichte könnt ihr also ganz anders sehen. Vier Schichten. Göttliche Seele, Geist, Leibseele und hier die Geschichte, Weltgeschichte. Oder Politik heute. Ja, Politik heute. Lex Furgler kennt man so und so weiter. Politik heute. Das ist Politik heute. Aber ich bedeute, es hat einen Sinn. Der Leib der Politik. Wenn meine Harmonie da ist, könnte das auch in Harmonie eingebettet sein. Es möchte so gerne. Und deshalb sind wir manchmal krank, dann fehlt es uns gerade. Es fehlt uns eben das, was ich nannte Harmonie.
Es fehlt uns diese Proportionen zum Leib, zum Geist, zur Seele. Und so kann man dann die verschiedenen Organe des Körpers genauso sehen. Ich könnte das Organ Herz oder Lunge und Minz oder Leber oder Gedärme, all das, Augen, Nase, Ohren, genauso sehen. Nicht nur anatomisch, wissenschaftlich, dass ich weiß, Nase genauso, sieht so aus. Oder sagen wir, Kennzeichen, Nase, diese Rasse hat eine breite Nase, eine schmale Nase. Aber was ist Nase? Überhaupt diese Worte, wenn wir das Wort kennen, kann man sich fragen, was ist der Leib der Nase, die Leibseele? Das ist meine Nase eigentlich. Und deine auch. Und was ist der Geist von dem und die Seele von dem? So kann man den Körper auf diese Art auch beschreiben. Ich habe schon einige Male so getan oder versucht zu tun, je nachdem, manchmal einige Wochen lang, manchmal einige Stunden lang, je nachdem, dass man von dem so weit wie möglich gehen kann und erleben kann. Nicht nur erzählen kann, dass ich dann nur im Körper, im Gedächtnis es habe. Nein, es soll hineingehen in deine Leibseele. Der Körper ist Gedächtnis, kann nur reproduzieren, dein Tonband. Aber du kannst im Geist es aufnehmen. Dein Verhalten kann überraschend anders werden. Du weißt, von denen ist unbewusst, ist dein Verhalten neu, anders. Es kann durch den Leib in den Geist gehen und in die göttliche Seele hineingehen. Diese Einheit bedenke man immer, die Harmonie der Homo harmonicus, dass diese Harmonie soll da in Dasein, überall diese Einheit da sein. So könnte ich dann einführend etwas erzählen als erste Stunde. Ich bin dann natürlich gerne bereit, wenn man will, auf Fragen einzugehen, was der Körper dann weiter ist. Was ist dann das Herz? Was ist ein Auge? Was ist der Mund? Was ist ein Ohr? Was ist Lunge und so weiter? Man könnte dann nicht nur sagen, ich keine Herz, keine Lunge, denn Einheit, Zusammenhang, denn so wie wir sprachen, Einheit, Zusammenhang, Harmonie zwischen Körper, Leib, Geist und Seele, so auch Zusammenhang zwischen Herz und Lunge und alles weiter. Wir sprechen eine Einheit, dann die Einheit des Körpers auch sieht, die eines Körpers auch erfahren kann. Nicht das Zerstückeln des Körpers, das Verwesen, das Zertrümmern in Teilchen, in Zellen, und die man dann sogar noch beeinflussen will und so weiter. Die Einheit des Menschen. Die Einheit von oben spüren wir das Erleichterte oben, das Leichte und das Schwierige, das Schwere unten, das Drückende, das Depressive unten. Diese Einheit sollte immer da sein, diese vier Teile. Deshalb heißt es auch vier Evangelien. Deshalb hat man in der Bibel im Alten Testament die Bücher Mose 5, 1 und 4. Die Genesis und dann die vier anderen Bücher, die von der einen Buch zu den vier sind. Man kennt die Apostelgeschichte und die Evangelien. Man hat die Briefe, Evangelien. Was eins und das andere. Immer die Harmonie ist da. Die Zahl 4 scheint also sehr merkwürdig zu sein, weil wir von jeher wissen, nicht nur vier Elemente, Feuer, Wasser und so weiter, vier Elemente, auch das fünfte, die 1 und 4, die Quintessenz auch, sondern die Vierheit kennen wir dadurch überall. Physik, Chemie, alte Vorstellungen, weil wir wissen vom Körper und Leib und Geist und Seele. Von diesen vier Phasen, deshalb sehen wir die Vierheit so. Vier Evangelien, nicht zufällig, es könnte nicht anders sein. Es fehlt uns dieser Geist oder die Seele. Es ist alles da, alle vier, komplett. Nicht sagen, ich habe ein Evangelium jetzt studiert, das andere ist ungefähr das Gleiche. Nein, wir denken, jedes hat die Körper, Leib und Geist und Seele, hat seine Bedeutung. Die Namen, der eine ist Matthäus, der andere Markus und so weiter, Lukas, Johannes, dann Bedeutung. Ein Löwe ist die vier Tiere, die gezeigt werden auch. Der Löwe, der Stier, der Adler und der Mensch. Auch vier gerade. Also immer diese Vierheit zeigt uns im Leben, die vier Schichten sagen in der Harmonie, es viel mehr, als man denken könnte. Wir
sind erst glücklich, wenn die vier bei uns sich wohlfühlen, bei uns wohnen. Wenn es nicht so ist, dann fühlt man sich verlassen, sinnlos im Leben. Man sucht gerne die Einheit in der Harmonie. Nun, damit möchte ich die erste Stunde dann beenden. Kurze Pause, glaube ich, Herr Jankowitz, wir genau wissen, was jetzt geschieht. Und dann nachher natürlich gerne die Gesprächsfragen und das weiter erzählen. Ja, ich glaube, da kann man heute keine richtige Antwort geben. Es ist die Frage, die Sie sich stellten, die stellt sich jeder vielleicht, der ein Gefühl hat, dass mehr im Menschen ist, als man, was man sieht. Aber vielleicht ist das so, dass eine Niere, wie sie hier erscheint, die Funktion übernehmen kann und doch im Ewigen doch da ist. Also ich meine, dass wir hier erscheinen im Körperlichen, aber sind wir alle gebündelt im Bündel des Lebens, im Leibseele. Also dass wir das nicht so ausmacht, glaube ich, weil das körperliche Zeitliche, wenn es auch astral ist, das für Gott schon behüten, wo es sein soll. Denn der es weggibt körperlich, könnte es in seiner Leibseele behalten. Wer weggibt körperlich, der andere bekommt es, hat doch seine Niere in der Leibseele. Ich nehme an, ich weiß es nicht, ich sage das hypothetisch, könnte mir vorstellen, dass so wäre. Ich wage da nicht apodiktisch zu sagen, so sei das. Das kann man nicht kaum sagen, aber ich könnte mir so vorstellen, dass es so sei. Ich glaube, die sind, wie es dann genannt wird, im Bündel des Lebens. Im Hebräischen sagt man, dass deine Seele, Leibseele, sei aufgenommen im Bündel des Lebens. Das bedeutet, dass alles lebt, denn unser Zeiterlebnis ist gebunden an wie wir Zeit sehen. Also das finde ich, dass alles so Zeit erleben muss, wie wir. Dass wir auch selber, wie anders wären, Zeit auch anders erleben könnten. Also das Bündeln des Lebens heißt, Leben selber ist eine Einheit und jedes hat seinen Platz darin. Also ausgestorbene Tiere sind dann doch im Bündeln des Lebens da. Was jemals war, in der Zeit für unsere Jugend ist weg, im Bündeln des Lebens ist die Jugend doch noch da. Aber hier ist sie von meiner Jugend, was ist dann verschwunden. Ja, was in mir noch, aber die Zeit ist weg. Aber ich bin überzeugt, dass meine Einheit vom Leben doch die Jugend bei sich hat noch. Bin ich nicht nur ein älterer Mensch, sondern bin auch ein junger Mensch. Hier erscheinend scheint es nur ältere, aber es, bei mir selber spüre ich, ich bin alles zusammen. Empfinde ich so. Deshalb glaube ich, was Zeiten, die da waren, wo nur, sagen wir noch, nur Nebel in der Welt war und gar nichts da war, ist auch da im Bündel vom Leben. Also, dass wir uns nur Sorgen machen, weil die Zeit fließt und deshalb von uns davon fließt, wird weit weg. Unsere Beziehung zu den Dingen geht verloren. Aber in Wirklichkeit ist eine Einheit da. Sind die da in Form von Erfahrung, aufbauende Erkenntnis, oder sind die noch irgendwie mit einer Dreieinigkeit oder mit einer Einigkeit von Körper, also von Leib, Seele und Geist hier? Ja, ich glaube, alles ist sowieso in der Schöpfung enthalten, in diesen drei Formen, sowieso. Aber wie es dann dort ist, kann man von hier aus kaum sich vorstellen. Wir haben unsere Vorstellung aus Zeit und Raum gewonnen und sehen nur Zeit wegfließen und Raum kann sehr weit weg sein. Beziehungen deshalb im Geistigen, wenn man so nur das Körperliche sieht in Zeit und Raum, dann ist die Beziehung im Geistigen auch sehr gestört. Dann haben wir zu anderen Menschen kaum Beziehung mehr, nur von äußerlichen Sachen. Echte Beziehung von Inneren ist sehr selten da. Wenn wir zu stark das benachdrucken, dass Zeit und Raum nur so existieren, wie wir Zeit messen und Raum messen. Zum Beispiel, wir haben jetzt in den Zeitungen gelesen von Uranus, nicht der Apollo, der Kate da kam, Challenger nicht, zu Uranus, da sehen wir, das hat Jahre gedauert, mit der Geschwindigkeit so ab 78, glaube ich, dauerte das bis jetzt, 86, dann Jahre, sind unzählbare Kilometer weit. Das flog mit
72.000 Stundenkilometer. Doch das Licht von dort hat nur ein paar Minuten gedauert. Also die Distanz, wenn wir es schon sehen, so ist nur ein paar Minuten. Auf Gehen, Fliegen mit gewaltiger Geschwindigkeit von 72.000 Kilometer pro Stunde dauert noch Jahre. Sehr relativ. Wir sagen weit weg, es kann sehr nah sein. Je nachdem, wie wir Zeit erleben und Raum erleben. Wir sind gewohnt, Zeit dauert lange und Raum ist sehr weit weg. Es könnte aber sein im Leib, Seele, dass wir das alles nah zu uns haben. Zum Beispiel, frühere Maler haben das gemalt, weil sie seit Bethlehem malten, Geschehen der Krippe, dann haben sie es in einem Raum gemacht. Gott war da und Jesus war da, in einem. Weil das nah ist, wir machen, wo ist Gott? Sehr weit, zumindest sagen wir. Das ist nicht wahr. Gott ist in uns, in unserem Herzen und in uns. Sehr weit, weil niemand weiß, was Gott ist. Wir sind so stark auf Materiellen fixiert, dass wir fast gefangen genommen wurden von Materiellen. Also unsere Art Leben ist disharmonisch geworden, weil wir sehr starkes Gewicht legen auf das Wichtige hier, Zeitraum. Und deshalb, das Schwere zählt für uns nur, dann haben wir Schwierigkeiten auch. Beschwerden haben wir dann deshalb. Weil wir diese Harmonie zerbrechen, wir nehmen das, als ob dieses Leben das einzige Leben ist. Auch der Arme, sagt man dann. Vielleicht der Arme zurückgebliebene, der gestorben ist, sehr reich. Das alles hatte. Wir sagen, weil wir nur das gelehrt bekamen, dass wir nur hier Leben haben. Und sonst ist nichts mehr da. Und so sorgen wir nur ums Hier. Wir haben keine Ahnung mehr, das heißt wenig Leute nur, von Leben, das doch in Ewigkeiten gibt. Und dass die Schöpfung, wie ich schon sagte, aus Ewigkeit kommt, aus dem Sein kommt. Da sagt man, ja, ganz schön, aber ich lebe hier. Was soll ich jetzt tun? Man denkt im Leben nur in Terminologie, von was ich jetzt hier erreichen kann. Oft sehr dumme Dinge und sehr selten hat man das Gefühl, es könnte doch sein, dass es wahr ist, dass Ewigkeit ist. Dass wir nie untergehen, nie verloren gehen. Eben die Sterbeerlebnisse gerade das zeigen, dass wir beim Sterben die Leute dann zurückkehren, zum Glück dann, für uns dann zum Glück, dass sie sagen, es ist gar nicht so, wie ich denke, dass es so schrecklich ist. Im Gegenteil, es ist ein sehr wohltuendes Gefühl. Ich habe es nur gelesen, habe es nicht selber erlebt. Es ist ein sehr wohltuendes Gefühl und es ist ein herrliches Gefühl der Befreiung. Und wir denken, auch der Arme. Also jetzt müssen Sie aufpassen. Also auch gestorbene Tiere. Ich habe keine Sorge, es ist in Gottes Hand. Er weiß schon, wie. Ob ich das nachvollziehen kann, wo die Seele der Dinosaurus geblieben ist, das weiß ich auch nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich würde sagen, einen Hund, den ich gehabt habe, den ich mochte, der ist mir immer noch da, dass er so, der ist der Bravo. Soll doch dabei sein, wird mir fehlen sonst dort. Das heißt, es fehlt mir keine Vollkommenheit. Doch heißt es Vollkommenheit. Frieden heißt auch Vollkommenheit. Hebräisch Shalom kommt von Wort Vollkommenheit auch. Gleiche Wort. Also ich würde mir fehlen, wenn der Hund nicht da wäre. Oder Schmetterling, die ich vielleicht mochte, das Kind. Das alles müsste da sein, wird auch da sein. Es fehlt nichts. Der gute Hirte umfasst alles, bringt alles zusammen. Und das ist das Gefühl von Leibseele, das wir haben, das Gefühl, wir sind doch da nicht weit voneinander. Die Sterne sind nah, die sprechen mit uns, die Psalmen so sagen, die Tiere, die Bäume sprechen, weil wir hier nichts von dem wissen. Aber deshalb die Frage, wenn wir lieben, könnte es sein, dass das uns viel näher kommt und wir das auch einsehen können, empfinden können und dann gewöhnen können. So kann ich die Frage in erster Instanz beantworten. Könnte es sein, dass die Seele der Dinosaurier also auch in uns ist? In gewisser Prozent? Schau, wir haben ja Erdmasse, Gene, ja? Da ist alles drin von unseren Ahnen. Nur vielleicht sind die Dinosaurier auch dabei gewesen. Nicht, dass sie ein Saar waren, aber sie haben es erlebt. Sie haben es erlebt, die Dinosaurier. Ich meine, es ist von Ewigkeit da. Also ich glaube. Sagen darf, wenn man sagt, man lebt ja ewig, dann frage ich mich, wo bin ich gewesen, wie die Dinosaurier da waren? Da muss ich doch auch irgendwo gewesen sein. Genau, ja. Ich meine, das Erlebnis, Dinosaurier,
wo sie auch waren, im Himmel oder hier, die Dinosaurier sind von Ewigkeit da, aber sie hier verschwunden sind. Wie viele Menschen, Völker hier auch verschwunden sind. Es gab so Völker, die nicht mehr existieren. Da ist vermischt, verloren gegangen. Doch sind sie da. Sprachen, wahrscheinlich verschwundene Sprachen, die weg sind. Erlebnisse, die wir nur vielleicht kennen aus Mythologie. War das wahr, kam Zeus dann vom Olymp runter. Unvorstellbar. Wir lachen dann. Es scheint dann doch so gewesen zu sein. Also in Welten haben wir so viele in uns. Das ist das Schöne. Wir brauchen, das ist weit außer uns. Wir haben das alles in unserer Harmonie. Gott weiß, wozu er die Dinosaurier weggenommen hat. Wozu? Ob das Klimaänderung hat Gott doch gemacht. Göttliche Wort, göttliche Seele, bin überzeugt, das ist in guter Hand. Meine Überzeugung, beweisen kann ich nicht. Das glaube ich aber. In der Liebe, schauen Sie, wir kennen hier im Zeitlichen immer ein Entweder-Oder. Während im Ewigen entweder und oder ist. Und das Organ hier ist hier entweder oder, bei dir oder bei dem, nicht? Aber dort kann sein, dass beide das Organ haben, von Leib her. Also, ist keine Frage vielleicht. Das sind so Dinge, die wir hier nur träumen können, hypothetisch annehmen können. Dann heißt es aber in alten Geschichten, wenn du das schon so träumst, annimmst, glaubst du, Gott hat es nicht gewusst vorher schon? Längst schon getan? Dein Wunsch so wäre, dass ich bei dir aus dem Reservoir von Gott, aus dem Sein, doch schon da. Das heißt, Gott sorgt sich um alles. Die Lilien des Feldes, nicht? Das ist aus dem Neuen Testament, das hat auch seine, hat das Kleid, sieht schön aus. Wer macht es, dass es genauso schön aussieht? Gott sorgt sich um alles. Also kein Spatz kann vom Dach fallen, kein Haar kann gekrümmt werden. So, dann ist keine Sorge, dass wir sagen, wo ist das geblieben? Wo bleibt mein Organ? Vielleicht ist das für Gott lächerlich. So kleingläubig, dass du dir die Sorgen machst. Schau, du gehst verschwindest von der Welt hier, man weiß nicht, wo du geblieben bist, und doch bleibst du. Du siehst schon an der Peripherie, an der Grenze, siehst du schon, du bleibst doch. Das hat man schon seit jeher gewusst. In heutigen Zeiten hatten die Medien, kann man das besser verbreiten, seit jeher schon gewusst, alte Geschichten, die dann ungefähr das Gleiche beschreiben. Hat sich nicht geändert. Die Menschen haben das alle beschrieben. Es kam Licht und Herrlichkeit. Und ich kam zurück, war sehr missmutig zurück. Es war so schön. Also dass immer wir sollten uns einfach auch das Vertrauen schenken können, dass der Glaube, dass wir in Gottes Hand sind und Gott schon weiß, wie es ist. Wir einfach sagen, ich überlasse dir das gerne. Eine Gelassenheit. Nicht ein Zwang, ich muss es wissen, sonst tue ich nicht mit. Muss was mit tun. Hab die Gelassenheit, die heitere Gelassenheit, dass du sagst, das ist schon gut. Was soll ich denn sonst tun? Ach, du kannst so viel Freude haben, Liebe, Glück haben, wenn du nur nicht so viel Sorgen hättest. Die drücken, ablenken von dem. Sorge dich nicht um das Diesseitige, dass wir Disharmonie werden, sondern sorge dich um deine Ewigkeit. Und dass wir jetzt auf einmal das Gefühl bekommen, ich brauche nicht zu sorgen, sie ist da. In mir schon. So würde ich das sehen. Tora ist sozusagen der Kern, die Bibel, wie dann im Judentum genannt wird, der Kern von all dem, was weiter inspiriert geträumt wurde. Das Alte bedeutet, es hat sich erhalten, es hat einen Lebenssinn gehabt, es wurde von Generation auf Generation überliefert weiter. Und dann habe ich das aus den Quellen, zum Beispiel Kabbala. Kabbala bedeutet keine Hokuspokus, bedeutet Überlieferung. Kabbala übersetzt ist Überlieferung. Dort sind die Quellen da und die beschreiben da sehr oft von Geschehnissen, wo man tatsächlich gestorben ist und wie doch da war. Die manchmal viel weiter gehen als die heutigen, die ich mal heute gehört oder gelesen habe. Es sind Leute, die es erlebt haben, nicht erzählten oder das verloren gegangen ist. Dort ist zum Beispiel erzählt von Leuten, die sogar weiter waren, wie ich bis jetzt gelesen habe, in den modernen Beschreibungen von Moody und so weiter, nicht, die man dann heute kennt.
Ich habe sehr eifrig gelesen, habe natürlich auch. Jeder Mensch will das gerne wissen, unser Gefühl haben. Ich möchte gerne Beziehung zu ihm haben. Erzählen auch das von Leuten, die irgendwie scheint weitergegangen sein. Die sagen, ich sah dort, dass all das, was ich zurückließ hier, dort auch war. Nicht nur meine Wohnung, meine Leute, die ich kannte, sind auch dort da. Und er erklärt dann auch und sagt, deshalb wird man getröstet nach einem Toten, da man eigentlich im Nichtbewussten dort mit dem Toten im Leben zusammen ist. Nur unbewusst, nicht bewusst. Das Unbewusste ist dort zusammen, weil der Tote, dem fehlt nichts. Der erlebt die ganze Welt. Und durch das Erzählen, dann kam er doch noch zurück. Sagte, erklärte dann, schau, ich verstehe es, warum man sich tröstet, weil wir eigentlich wissen nicht mehr, aber wir sind zusammen dort. In einer, das ist keine Zeit, wie hier im Leib, nennt es auch den Nefesh, wie im Leib sind wir zusammen. Alle. Also der war scheint weitergekommen und hat das auch erlebt. Ich habe alle meine Leute, die Leute der Straße, zu Hause, ich wohne sogar da, aber es scheint, ich war unsichtbar. Ich war kein Spuk, das mag geschehen, keine Ausrüstung, vielleicht kein Spuk. Ich war einfach dort da und lebte im Haus ganz wohl und gut. Und war in anderen Orten ohne weiteres. Brauchte keine lange Reise, schon einen Spaziergang dorthin. Andere Zeit, anderer Raum. Deshalb die Künstler manchmal, die malten, als ganz nah wäre. Die Stadt und Gott da und der Himmel dort, Hölle dort, dass man das nah sah. Das sind Erlebnisse, vielleicht haben die Leute in der Zeit der Mythologien das auch so erlebt. Vielleicht waren sie leichter durchgedrungen von da nach dort. Heute muss man sterben und vielleicht erlebt man es dann erst. Man weiß, wo kamen die Geschichten her. Die Mythen, die beschreiben von Weltenei und all das, was beschreibt, das, wo kommen sie her? Vielleicht Erlebnisse, vielleicht Träume. Wir haben vieles noch an Fragen in uns selber, wo wir spüren, das könnte eine große Überraschung werden, an Schönem. Und wenn man sich das vorstellt, dann kann es auch sein, dass was man betet und glaubt, da kann es sein, wie den, nimmt den Berg auf und wirft ins Meer hinein, wie im Evangelium noch steht, dann könnte das tatsächlich sein, dass diese Erlebnisse wahr sind. Die sind zu eingeschränkt, glaube ich. Und beschränkt geworden dadurch, weil wir nur den Nachdruck durch den Erfolge, die Erfolge der Naturwissenschaften, kam eine Art Vorherrschaft der Naturwissenschaften. Die haben uns fast nur fixiert auf das Diesseitige. Das andere irgendwie hat sich dann verloren, wurde abgestorben, hat sich getrennt von uns, während es doch im Menschen sehr nah ist. Vielleicht Disharmonie auch. Wir sehen da Revolutionen, Kriege, technische Entwicklungen, die vielleicht gar nicht harmonisch sind. Vielleicht sind Dinge, die ich nur als Hypothese, als Gedanken nur äußern kann, denn ich weiß genauso nichts davon. Aber ich glaube, vielleicht das ist der Unterschied manchmal von Mensch zu Mensch, ich glaube intensiv, dass das Schönste, was ich mir vorstelle, hat Gott schon längst gedacht und schon längst vorbereitet. Er braucht mich doch nicht gerade. Max? Ist auch eine irdische Vorstellung, was sie mit Energie nennen, könnte ihm sein, ein Auto von Leib hierher. Von Ewigen, von Geist und Seele. Also, dass wir nennen es hier Energie, aber wir wissen kaum, was es ist. Ja. Und gewiss, es zeigt sich hier so manches, in unseren eigenen Einfällen, die wir haben, Inspiration haben, dass tatsächlich es doch durchbricht, hinüber zu uns hinein. Physisch zeigt sich Energie, dann die Schwingungen, was sind die Schwingungen? Laute Schwingungen, Lichtschwingungen, überall sind Dinge da, sie zeigen sich hier, es geht viel weiter. Das Beruhigen, denken, geht weiter als nur, sagen wir hier, die Börse, wie sie ist, oder die Politik, wie sie ist, geht alles viel weiter. Viel mehr ist da. Aber dass es verschiedene gibt oder gab, aber gewisse sind geblieben. Wie ich schon vorher sagte, gewisse Geschichten haben eine Art wie ein Zeichen, das sollte bleiben. Andere sind vielleicht verloren gegangen. Man kann sehen, die Auffassung von dem Judentum, denn es gibt kein Judentum so.
Es gibt Leute, die so und so sind, die, wie es auch Christen gibt in allen Nuancen, Juden auch so. Im Judentum gibt es kein Buch, das sagt, das ist Judentum. Man kennt die Bibel und die Überlieferung von der Bibel her. Die Auffassung sind diese, wenn wir von diesen reden dann, dass, wie sie nannten, die Toten sind tot. Für hier, für die Welt, hier ist ein Toter weg. Und die Bibel beschreibt gerade uns gegeben in die Welt hier, mit gerade erzählt von der Sicht Gottes her. Es heißt also, man sagt mal in der Bibel sehr irdisch, materialistisch, nur von Land hier, Fruchtbarkeit spricht, weil der Tote, das heißt dann auch, hier auch lebt. Und nicht weit weg ist ein Totenschiff, wie wegfährt in andere Länder, andere Welten, der Planeten, Sternen. Das ist Gottes Welt. Er hat erschaffen und hier lebt es. Aber für Leute, die hier leben, die das lesen, ist ein Toter verschwunden. Wenn so etwas stehen würde, die Toten sind so unter euch da, dann wird man anfangen zu suchen. Sind hier weg, sucht nicht so, suche durch Liebe, durch Erinnerung, Gedenken an die Toten. Dann sind sie bei dir da. Ja, so gruselige Tote, ja, die Leute erschrecken, ein Spuk da ist, dann erschrickt man, dann hört er ein Schlürfen, ja, von Pantoffeln, irgendwo, ja, dann sagt, ja, da ist der Mann da, die Stimme gestorben, das habe ich so mitgemacht, sowas. Dann, ich habe sie gehört, ja, ich habe selbst nicht, war nicht dabei, aber von Leuten, die das miterlebt haben. Dann sagen wir, ein Geist ist ein Spuk, nein, schau, hier, such das nicht. Hex von Endor war gerade, weil der König Saul sehr irdisch wurde, aus einer Aggression und Depression irdisch wurde, hat er hier nicht sehen wollen. Hat das Bild sich umgekehrt gezeigt. Es ist nicht hier, wurde er sogar gesagt, wenn du so anfängst, dann ist das ganze Leben her, hört auf. Es ist, du musst dann glauben können, hier und dort und dort und dort. Man sagt immer dreimal dort, weil es nicht nur hier ein dort gibt, Geist, Seele und Leibseele. All dort und dort und dort. Also hier und die anderen, die vier Welten, von der ich sprach. Also man kann nicht sagen, dass man hat da keine Auffassung. Man weiß, hier kann man nur etwas vormachen und sagen, es ist mehr da. Aber wenn man ehrlich wahr ist, kann man sagen, bei mir spüre ich schon, ich würde es so machen, dass wir alle blieben. Und dann Gott auch macht es mindestens so. Dass alles bleibt. Man, je nach die Auffassung, der eine sagt, sehr materialistisch, der wird es nur hier haben. Ich sage, wird atheistisch, wenn es nicht da ist. Der andere will gar nicht hier haben, ich habe es in Ewigkeit. Und wir sind sehr gläubig. Deshalb sagt sich Judentum und Auffassungen sind sehr schwer, aus einem Nenner zu fassen. Es ist kein Judentum da. Der eine lebt so, der andere so. Christentum genau so. Der eine lebt so, der andere lebt ganz anders. Es gibt ganz grobe Christen, es gibt heilige Christen. Alles gibt es, alle Nuancen. Also wenn Sie die Gespräche dort haben, dann würde ich sagen, vertreten Sie dann den Standpunkt, dass wir nicht messen sollten nur von hier, sondern als Mensch von allen vier Ebenen, von allen Ebenen her, dann würde der Tod als anders sein. Dass Sie sagen, die Welt ist diese Welt und da sind wir alle da. Die Lebenden und die Toten. Hier aber, als Mensch hier, kann ich nichts beweisen, nichts erklären von Toten. An der Peripherie nicht angenehm. Gesagt wird, wie es bei Paulus auch, wir sind gestorben und auferstanden. Also, da lebt dann hier noch, er ist gestorben und auferstanden, zum neuen Leben. Aber Tod bedeutet eigentlich, etymologisch, das hebräische Wort, habe ich beim Büchlein geschrieben, auch das Gedanken über Tod und Leben, war von einem Vortrag in Rom, den ich gehalten hatte, da schreibe ich auch, Tod, Hebräisch, bedeutet Ende eines Weges, Met. Das Ende eines Weges. Das kann ein Weg sein im Leben, eine neue Phase kommt. Das kommt eine neue Phase. Doch den Tod hier, körperlich, kann auch sein, neue Phase. Ich ende mit allem, Schluss mit allem. Nein, wenn man nur disharmonisch sagt, das ist das ganze Leben hier, dann kannst du was sagen. Das ist schrecklich für dich. Aber wenn du sagst, Ende meines Weges hier, ein neuer Weg. Ich bin auferstanden zum neuen Weg. Gott kann als Ewiger nicht töten. Wie sein geistig tot. Das heißt, ich erstarre. Ich habe, jetzt weiß ich es, bist du geistig tot.
musst leben, weiterleben, immer neue Erfahrungen haben. Dann sagst du, ich weiß es, bist du ein pedantischer Wissenschaftler, der alles weiß. Aber ich glaube, jeder, der seine Religion auch glaubt, erstarrt. Erstarren ist Todesstarre. Er erstarrt, er weiß es schon jetzt. Ich kann nicht sagen, ich weiß es. Ich hoffe immer mehr, den Weg weiterzugehen. Dass ich es weiß, ich bin sehr zufrieden mit, was ich weiß, aber ich sage, es ist noch nichts. Es muss atmen, leben, fließen, muss auf und ab gehen. Ich sage immer, ein EKG zeigt so schöne Linien. Wenn es eine Linie gäbe, so wäre man tot. Ein Strich, erstarrt. Also, ich glaube, dass hier die Materialisten ganz gewiss tot sind, geistig tot. Aber vielleicht gibt es unter ihnen, die doch sehr gütig sind, sanft sind, gerne schenken, tun, Gutes tun wollen, da muss man sehr aufpassen. Der Name, die Materialisten und die Christen, die Juden, gibt so viele Nuancen da. Jedes Erstarren kann überall geschehen. Ja, aber wenn jemand gütig ist, wenn ich noch drauf zurückkomme, dann ist das ja schon wieder ein geistiger Aspekt. Wenn jemand gütig ist und liebt, dann lebt er doch in gewissem Sinn auch Geist. Aber er kann ein Atheist sein, ja, Materialist, und doch gütig sein. Da haben sie Leute mitgemacht, im Krieg auch, die Leute, Kommunisten waren Atheist, und sie haben derart geholfen manchmal, mit eigenem Lebenseinsatz. Ja, Atheist, kann man nichts machen, das ist irgendeine Erstarrung darin, aber das Gütige, dass man Gott kann urteilen, wie soll ich nicht urteilen? Will ich auch so sagen, man hat Schicksal, es heißt auch im Talmud zum Beispiel, und im Midrash sind solche Quellen auch der Überlieferung, heißt es, dass bis ins Kleinste ist alles von Gott vorhergesehen. Also festgelegt ist, aber eins bist du frei. Das ist deine Haltung dem gegenüber. Da bist du frei. Das schöne Gespräch, einerseits gebe ich dir dieses Karma und du bist frei in deinen Reaktionen. Kannst umbürgen auch. Kannst nicht zur Kenntnis nehmen. Du bist frei. Und nur mein Gespräch mit dir ist auch deine Freiheit, wie du dein Karma nimmst. Wenn man sagt, bin niedrig, ist deine Sache, könntest doch durchbrechen. Das Unmögliche doch möglich machen. Also das sind so Dinge des Menschlichen, wo wir das sehen. Das Urteilen, natürlich, man kann nicht urteilen, weil wir doch nur das bisschen sehen, was wir kennen. Wir können einen Roman beurteilen, der 10 Bände hat, wir haben 2 Zeilen gelesen. Dann urteilen wir gleich. Wir können doch nicht das ganze Leben beurteilen. Verurteilen, gewiss, dieser Mann hat gerade die Phase so. Eine Phase im Wellental, kommt nachher in Wellen hoch. Dinge, die deshalb vorsichtig sein können, nur gütig ansehen und schau mal. Ich meine, bedenken, ich könnte nicht verstehen. Für mich ist es ein mitleidserregender Mensch, der hat ein schlechtes Leben, aber ich weiß nie richtig. Konkret gibt es nur hier. Wir haben die Freiheit der Liebe. Der eine liebt so, der andere so. Also geistiger Tod kann sowohl in der einen Schicht sein, in der zweiten, dritten oder vierten. Also es kann sein, dass man hier schon denkt, ich bin ganz wach und lebe, obwohl es geistig tot sein kann, dass du nicht weißt vom Weg. Ich bin der Weg, Wahrheit, Leben. Du weißt von dem gar nichts. Du bist erstarrt, gelähmt. Das Neue Testament spricht von gelähmten Leuten. Meint nicht körperlich gelähmt, sondern meint, der kann seinen Weg nicht mehr weitergehen. Erstarrt. Er ist an Maßstäben gebunden. Er ist gebunden. Er kann nicht, das ist das Bild vom Gelähmten, der sein Bett auf den Rücken nimmt dann, weil Bett, Hebräisch, Mita, ist sehr nahe den Worten, Mita, das bedeutet Maßstab. Er war gebunden an die Maßstäbe. Jesus erlebt ihn, nimm das Bett auf den Rücken, trag du das Bett, du deine Maßstäbe, du bist frei, musst nicht an die Maßstäbe gebunden sein, bist ein armer Mensch, bist vielleicht ein reicher Mensch, andere Reichtum hast du. Also das, man kann das Konkrete nur hier sehen. Das andere ist frei. Das ist die Frage, das sagst du hier an Jesus auch, von der Frau mit 7 Männern nacheinander. Wer ist nun ihr Mann? Jenseits. Keine Frage. Es ist nicht entweder oder dort. Alles ist da. Hier ist nur entweder oder, weil die Zeit fließt. Ist jetzt heute Sonntag, ist kein Samstag oder kein Montag. Entweder oder. Im Ewigen ist alles anwesend. Ich schon sagte,
Gesellschaft hier heißt auch Ewigkeit, Olam. Dass wir Anwesenheit haben von verschiedenen Leuten, sehr verschieden manchmal, und doch ein Olam. Die Ewigkeit, die Vergangenheit da, Gegenwart und Zukunft in einem.